Hey, snipen wir ist echt nicht so super. Er legt sich jedes Mal fürs Snipen hin und dann muss ich auch immer wieder aufstehen, ne? Also ein bisschen nervig wirklich. Genau. Mann, als ob. Wo ist sie denn? Ah, okay. Aber wie soll ich sie denn bitte schön treffen, wenn sie gleich schießt? Hilf doch mal! Soll ich wohl ein Witz sein, wirklich? Ja, warum? Genau. Wir kommen. Geht doch. Mit dem letzten Schuss an der Junge. RIP. RIP Sniper Wolf. Press F to pay respect. Ich glaube, ich muss gleich noch gegen Liquid kämpfen, wa? Mit seinem komischen Angriffshelikopter. Alte Hobelschlunze. Nicht bewegen! Solch Nahe-Ziele kann man nicht verfehlen. Waffe fallen lassen. Langsam. Sie sind ein Narr, dass Sie hierher zurückgekommen sind. Eine Scharfschützendame, wie? Wussten Sie nicht, dass 2/3 der besten Scharfschützen der Welt Frauen sind? Möchten Sie zuerst sterben? Oder lieber ihrer Freundin zusehen. Nachdem sie tot sind. Ach wirklich? Wenigstens geben sie nicht auf. Ich bin Sniper Wolf. Und ich töte meine Opfer. Immer. Sie sind für mich eine besondere Beute.
habe sie gezeichnet. Nicht vergessen. Bis ich dich töte, denke ich nur an dich. Weg mit ihm! Tötet ihn noch nicht! Ich will ihn leben. Er gehört mir. Keine weiteren Unfälle mit dem Datenschein. Er ist mein. Meine Zuschauer. Hörst du mich, Solid Snake? Er ist härter, als ich dachte. Weißt du, wer ich bin? Ich wusste, ich würde dich eines Tages treffen. Den Mann, der das meine gestohlen hat. Der mein Geburtsrecht gestohlen hat. Ups. Ich bin der Mann, dem du alles Gute weggenommen hast. Und jetzt, nach dem Opfern unserer Brüder, nach 30 langen Jahren, treffen wir uns endlich. Der Bruder des Lichts und der Bruder der Dunkelheit. Vergiss es. Du bist gut festgebunden. Brauchst du seine DNA auch? Ja. Ich brauche eine Probe, solange er noch lebt. Wir müssen die Mutationen in den Genomsoldaten korrigieren. Können wir sie dann heilen? Nein, wir brauchen immer noch die DNA des Big Boss. Haben Sie unsere Forderungen erfüllt? Noch nicht. Sie werden es nicht tun. Alles Heuchler. Jeder Einzelne. Ist das deine Meinung als Kurdin? Politik kommt immer zuerst. Richtig. Deswegen wollen sie das Durchsickern von Informationen über die neue Atomwaffe vermeiden. Boss, ich glaube, unser Freund ist wach. Na, wir sind uns doch ähnlich, findest du nicht, kleiner Bruder? Oder sollte ich sagen, großer Bruder? Ich weiß nicht, aber das ist egal. Du und ich sind die letzten überlebenden Söhne des Big Boss. Ich bin's. Tatsächlich? Und dann... diese Idioten! Also gut, Raven, ich komme sofort. Sie erfüllen unsere Forderungen nicht. Wir zünden die erste Rakete wie geplant in 10 Stunden. Verdammte Amerikaner! Sie haben sich wohl verschätzt. Etwas stimmt nicht. Die Amerikaner sind sonst immer die Ersten am Verhandlungstisch. Sie müssen glauben, noch einen Trumpf in der Hand zu haben. Das ist es also dann. Wir zünden die Atomrakete und reiten sie schön in die Geschichte ein. Ich kümmere mich um die Startvorbereitung. Du übernimmst, Ocelot. Und du? Möchtest du dem Spektakel zusehen? Nein, kein Interesse. Ich muss die Familie füttern. Du ziehst deine Wölfe meiner Show vor? Hm. Ocelot, keine weiteren Pannen wie mit dem Chef. Ja, ich weiß. Das war ein Unfall. Ich hatte mir den Bürohengst nicht so hartnäckig vorgestellt. Nun, seine mentale Abwehr wurde durch Hypnotherapie verstärkt. Boss, was ist mit dem Ninja? Er hat 12 Männer getötet, wer immer er ist. Er ist ein Spinner. Der Kerl hat mir meine Hand genommen. Wie kam der rein? Vielleicht gibt's einen Spion unter uns. Mantis ist tot. Wir wissen noch nicht, woran Baker und Octopus starben. Uns fehlen Leute, also halte die Folter so kurz wie möglich. Folter? Das ist ein Verhör. Ach, wie du willst. Bis später, Bruder. Mädchen.
gibt es noch. Merle? Bis später, Hübscher. Ah, wenn sie mal ein Opfer hat, denkt sie an nichts anderes mehr. Manchmal verliebt sie sich sogar in ein Opfer, bevor sie es umbringt. Endlich sind wir allein. Wie fühlst du dich? Ganz okay. Ich habe auf dem Drehtisch gut geschlafen. Schade, dass ich alleine war. Freut mich aber. Das ist auch kein gewöhnliches Bett. Ich zeig dir ein paar der interessanteren Funktionen. Wo sind meine Sachen? Oh, keine Sorge. Ist alles hier. Washington hat mit dir einen gewagten Versuch unternommen. Sieht so aus, als hätten sie dich überschätzt, mein Bodenjunge. Metal Gear ist also mit einer neuen Art Atomsprengkopf bewaffnet, hm? Warum fragst du nicht Campbell nach den Einzelheiten? Den Colonel. Übrigens, du hast eine Laserdisc von Präsident Baker erhalten, nicht wahr? Und wenn? Ist das die einzige Disc? Keine weiteren Daten? Was meinen Sie? Es gibt keine Kopie? Wenn nicht, kein Problem. Ist Merrill okay? Sie lebt noch. Wolf war wohl in großzügiger Stimmung. Und wenn sie weiterleben soll, fängst du wohl besser an, meine Fragen zu beantworten. Du hattest eine Schlüsselkarte. Wo sind die beiden anderen? Was ist der Trick mit den Schlüsseln? Trick? Der Präsident dieses Wiesel sagte, es gäbe einen Trick beim Verwenden der Schlüssel. Keine Ahnung. Aha. Kein Problem. Wir werden ein Spiel spielen, Snake, und herausfinden, was für ein Mann du wirklich bist. Wenn die Schmerzen unerträglich werden, gib auf und dein Leiden hat ein Ende. Wenn du das tust, gehört das Leben des Mädchens mir. Wenn sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, können sie die Folter überleben. Falls sie aufgeben möchten, drücken sie die Select-Taste. Wenn ihre Lebensanzeige 0 erreicht, ist das Spiel vorbei. Keine Fortsetzung, mein Freund. Vergessen Sie Dauerfeuer oder es knallt. Sie haben Ihr Spiel lange nicht gespeichert, Snake. Ja. Na und? Wenn Sie die Folter nicht überleben, ist das Spiel vorbei. Oh, Kacke. Wollen Sie das alles nochmal machen? Ich werde es nicht weiter sagen, aber geben Sie doch auf. Ich werde eine hohe elektrische Spannung durch Ihren Körper leiten. Nur für eine kurze Zeit. Es wird Sie nicht töten. Sie sind hart, Snake. Aber ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Sie sind kein Kriegsgefangener. Sie sind eine Geisel, keine Genfer Konvention. Niemand kommt Sie retten. Langsam, ungemütlich. Gut. So ist das richtig. Schön. Fangen wir an. Okay, los geht's. Wie fanden Sie das? Noch einmal? Haben Sie schon genug? Wir sind noch nicht fertig. Sind Sie okay? Soll ich weitermachen? Noch einen kleinen Nachschlag. Ah!
Gratuliere, Sie leben noch. Nun genug für heute, glaube ich. Sie sind wirklich der Bruder vom Boss. Ihr Bruder, ein erstaunlicher Mann. Wer sonst könnte eine F-16 mit einem Hind-Helikopter abschießen? Das Projekt Les Enfants Terribles war nicht umsonst. Er kann meine Träume Realität werden lassen. Ich hab wohl einen Mitbewohner. Der DARPA-Chef. Das stinkt. Mist. Ich hab mich erkältet. Diese Hexe, sie hat meine Uniform. Womit spielst du denn da rum? Halten Sie die Klappe! Super, und jetzt? Halten Sie die Klappe! Was machst du denn? Nick, sind Sie okay? Es ging mir schon besser. Wie geht's Meryl? Sie haben sie. Verdammt. Snake, die Regierung gibt den Forderungen nicht nach. Wir werden versuchen, mehr Zeit zu gewinnen. Colonel, stellen Sie sich nicht dumm. Es tut mir leid wegen Meryl. Aber hören Sie endlich auf zu lügen. Wovon sprechen Sie? Metal Gear sollte einen neu entwickelten Atomsprengkopf abschießen, nicht wahr? Sie wussten es die ganze Zeit. Warum haben Sie nichts gesagt? Tut mir leid. Sie haben sich verändert, Colonel. Metal Gear. Geheime Atomwaffenforschung. Weiß das Weiße Haus davon? Wie weit ist es darin verstrickt? Soviel ich weiß, war der Präsident zumindest bis gestern noch nicht über das Projekt Rex informiert. Also nur die, die es wissen müssen. Dies ist eine heikle Zeit. Sogar unkritische Atomtests regen ein ziemliches Aufsehen. Einfach, was man leugnen kann. Nun ja, morgen unterzeichnen der Präsident und sein russischer Amtskollege das START-3-Abkommen. Ach so, daher das Ultimatum. Genau, Snake. Deswegen darf dieser Terrorangriff nicht an die Öffentlichkeit dringen. Wir haben weder START-2 ratifiziert, noch das Problem der Raketenabwehr vor Ort gelöst. Es geht hier um den Ruf des Präsidenten und Amerikas Platz als die größte Supermacht der Welt. Patriotismus als Vorwand, die Verfassung zu umgehen. Bitte, Snake, stoppen Sie sie! Weshalb sollte ich? Sie sind der Einzige, der das kann! Sagen Sie mir die Wahrheit über diesen neuen Atomsprengkopf. Ich sagte es schon, ich kenne keine Einzelheiten. Das glaube ich nicht. Wenn die Situation so ernst ist, deshalb geben Sie nicht nach und geben Ihnen den Körper des Big Boss. Sehen Sie, gibt es einen bestimmten Grund dafür? Etwas, das Sie mir nicht gesagt haben? Der Präsident hat sich öffentlich gegen Eugenikexperimente ausgesprochen. Wir wollen nicht, dass die Existenz der Genomarmee bekannt wird. Und das ist der einzige Grund? Ach, zum Teufel. Tut mir leid. Der tote DARPA-Chef liegt hier direkt neben mir. Armer Mann. Merkwürdig. Er sieht aus und riecht, als ob er seit Tagen tot wäre. Er hat kein Blut mehr im Körper. Kein Blut? Zum Verlangsamen der Verwesung? Keine Ahnung. Aber der Chef starb erst vor ein paar Stunden? Ja, aber er fängt schon an zu verwesen. Wie kommt das zustande? Etwas in seinem Blut, das Sie wollten? Kaum, nur die Nanomaschinen und den Transmitter. Hat der Chef den Sprengcode verraten? Ich fürchte ja. Sieht aus, als hätten sie beide Codes und
und sind zum Abschuss bereit. Verdammt! Kann das verhindert werden? Es gibt anscheinend eine Notfallvorrichtung, die den Sprengcode abbrechen kann. Eine von Armstech heimlich installierte Gegenmaßnahme. Sie muss mit 3 Schlüsseln entsichert werden. Und wo sind die Schlüssel? Ich habe einen, weiß aber nicht, wo die anderen sind. Und außerdem bin ich hier eingesperrt. Dann bleibt uns keine Wahl. Vergessen Sie die Schlüssel. Ihre Priorität muss es nun sein, Metal Gear zu zerstören. Tut mir leid, alles auf Sie zu schieben, aber wir haben nur Sie. Rechnen Sie aus und gehen Sie zum Sendeturm. Und? Was? Ich weiß, ich verlange zu viel. Meryl, ja. Ja. Ich rette Sie. Danke. Ja, und wie komme ich jetzt wieder raus? Was machst du denn? Womit spielst du denn da rum? Erstmal abspeichern. Sind Sie in Ordnung? Ich hatte solche Angst. Es muss schrecklich gewesen sein. Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. Mann, Sie sind wirklich sehr tapfer. Gut, dass der Codec direkt mit Ihrem Innenohr verbunden ist. So können Sie uns jederzeit anrufen. Wir hören gern, dass es Ihnen gut geht. Rufen Sie doch den Colonel an. Wenn jemand einen Weg nach draußen weiß, dann er. Bitte, Snake, nicht aufgeben! Die Wache ist auch nur ein Mensch. Er muss schlafen und aufs Klo, wie wir alle. Das ist ihre Chance. Wird ein Soldat gefangen genommen, sollte er eigentlich nur 4 Informationen preisgeben. Name, Rang, Dienstnummer und Geburtsdatum. Aber Sie sind nicht irgendein Soldat, Snake. Ich will, dass Sie ihnen nichts sagen. Sie sind zum Glück stark genug, um Widerstand zu leisten. Atakan, alles in Ordnung? Ja, dank meiner Stealth-Tarnung. Ich muss um deine Hilfe bitten. Ich habe das schon erwartet. Was soll ich tun? Ich bin gefangen. In einer Zelle. Welche Zelle? Da ist eine Foltermaschine. Okay, ich weiß schon. Es ist nicht weit weg. Ich komme. Danke. Oh, perfekt. Showtime, Snake. Ocelot ruft dich. Genau, ist gleich jetzt schon wieder, ja? Okay, sage es Ihnen noch einmal. Wenn Sie schnell hintereinander die Kreistaste drücken, wie fanden Sie das? Noch einmal? Da kriegst du ja richtig einen Krampf im Finger, ey. Haben Sie schon genug?
Wir sind noch nicht fertig. Sind Sie okay? Soll ich weitermachen? Bitte mach weiter. Noch einen kleinen Nachschlag. Gratuliere, Sie leben noch. Nun, genug für heute, glaube ich. Wir leben in einer traurigen Zeit. Imperialismus, Diktatur, Perestroika. Russland im 20. Jahrhundert hatte Probleme, aber eine Ideologie. Russland heute hat nichts. Es war ein Kampf zwischen Freiheit und Regime. Und bei diesem Kampf wurde der Geist des Nationalismus wiedergeboren. Der Boss hat einen Freund in der russischen Regierung. Er ist zurzeit Leiter der Spetsnaz. Er will das neue Atomwaffensystem kaufen. Der Hind war nur eine Anzahlung. Du machst es also für Geld? Ich brauche kein Geld. Ich will, dass Russland aufersteht, eine neue, aufrechte Weltordnung zu schaffen. Ich bin gespannt, wie lange ich den jetzt noch machen muss.